Was passiert, wenn die EZB die Geldmenge ausweitet? Vorhin habe ich ein Video gemacht, da war die Frage sozusagen genau konträr. Was passiert, wenn die EZB die Geldmenge reduziert, verringert? Hier geht es also darum, was passiert, wenn die EZB die Geldmenge ausweitet. Und da passiert genau das Gegenteil von dem, was ich gerade beschrieben habe. Nämlich einmal, die Banken haben jetzt mehr Geld für Kredite. Die Zinsen sinken. Investitionen werden leichter. Ja, auch hier kann man im Prinzip im Kopf das als Folge verknüpfen. Dadurch, dass die Zinsen sinken, warum sinken die Zinsen? Weil mehr Geld da ist. Und Zins ist der Preis für Geld. Wenn mehr Geld da ist, sinkt der Preis für Geld, also die Zinsen sinken. Dadurch werden Investitionen leichter. Eventuell steigt der Konsum, möglicherweise der kreditfinanzierte Konsum, was nicht gut ist, ja. Es ist nicht gut, eine Urlaubsreise auf Kredit zu gestalten oder kreditfinanziert zu gestalten. Aber das gibt es eben. Das ist auch Teil der Volkswirtschaft, dass viele Menschen auch ihren Konsum, nicht nur ihre Investitionen, sondern ihren Konsum durch Kredite finanzieren. Und wenn hier die Zinsen sinken, kann es sein, dass auch der Konsum ansteigt und nicht nur die Investitionen. Und die Preise, die Inflation werden steigen, die Preise steigen. Ja, dadurch mehr Geldvolumen als Gütervolumen. Ja, Sie kennen meine Videos über Inflation. Also werden die Preise steigen. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.